Ausgang TV wird dir präsentiert von Canon und Nokia. Salut miteinander und schön, dass ihr wieder Ausgang TV schaut. Heute bei mir in der Sendung die Fashion Show vom Designer-Label Royal Sunday, 9 Jahre Ausgang.ch und meine neuen Homeboys Jimmer und Erich Hess. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Nachdem er öffentlich gestand, dass er mich am liebsten aus dem Land schmeißen lassen würde und mich seine Partei dann auch noch zum Staatsfan Nummer 1 gemacht hat, hat er mich zum alkoholfreien Biertrinken eingeladen und wir wurden Freunde. Erich Hess for President! Sind wir nicht alle ein bisschen alleine? Okay, also erzähl, wie gefällt dir Ausgang TV? Ausgang TV gefällt mir grundsätzlich gut. Hallo zusammen. Hallo zusammen, muss man sagen. Was bist denn du hier, Hochdeutsch oder was? nein, es ist wirklich akut. Was hast du gegen die charmante Moderatorin? Ja, sie ist natürlich gerade ein sehr gutes Objekt gewesen, für darauf aufmerksam zu machen, dass wir hier in der Schweiz viel zu viele Deutsche haben gesamt haben. Was für vom Teleprompter lese ich nicht ab, außer heute. Mit einem alkoholfreien Bier, ja? Natürlich! Können wir noch ein bisschen Unterricht geben? Aue schon! Geile Sieg, aue schon! Also du hast sie ausgewählt, um über das Thema Deutsche in der Schweiz zu diskutieren. Dann nimm am besten eine 20-jährige, gut aussehende Frau. Ja, es hat ja gut funktioniert. Gigo? Geil, das sehe ich auch schon. Gigo ist das, was ein Mann zwischen den Beinen hat. genau. Aber solche Wörter musst du nicht brauchen. Ein schöner Hinnach mit dem Wasserli und mit dem Erichli. Du lernst schnell, hä? Schwierig. Schwierig. Noch ein bisschen schwieriger sogar, komm. Ich glaube jetzt nicht, dass ich ein Wort würde finden, das dich überfordern würde. War das ein Kompliment? Ja, du bist auch eine heisse Katze, gell? Die ist wirklich perfekt, die Ausstrahlung, die du hast. Sind wir nicht alle ein bisschen alleine? Wie sexy, wie wild und wie alkoholisch darf ein 9. Geburtstag gefeiert werden? Die Crew von Ausgang.ch hat also ihre ganz eigenen Regeln. Zählt einfach selbst. Ich wünsche alles Gute, Ausgang.ch, auf in die nächsten 9 Jahre. Happy Birthday, Ausgang.ch! Hallo, da ist Christa Rigazzi und ich wünsche euch viel, viel Glück für den Geburtstag. Party, Party, Geburtstag, Party! Immer tanzen, immer machen Party die Woche. Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday! Alles Gute, Ausgang.ch! Am Glück bist du auf Ausgang.ch und ich auf Chill 8. Weil Ausgang ist einfach besser, definitiv. Und super, dass es das Event gibt. Und ich muss dir einen riesen Make-up-Lob machen. Dein Make-up ist ja Wahnsinn. Hast du es selber gemacht? Ja, danke schön. Ich wünsche allen Leuten Happy Birthday. Wir feiern heute und es wird eine geile Party. Ich grüße meine Schwester, meinen Bruder. Ausgang Schweiz, wünsche ich von St. Pölten einfach viel, viel herzlichen Glückwunsch. Alina von Switzerland!
Ich liebe Geburtstage, aber was ich mindestens genauso sehr liebe, sind Fashion-Shows. Deswegen habe ich die vom jungen Schweizer Label Royal Sunday mal genau unter die Lupe genommen. Und ich kann euch nur eins sagen, die Models sind heiß, die Party war der Hammer und die Klamotten sind mehr als trendy. Viel Spaß! Ich dachte mir, ich komme schon ein bisschen vor der offiziellen Show, damit ihr die Models noch beim Umziehen und beim Schminken beobachten könnt. Aufgeregt von heute Abend? Nö, noch nicht, das kommt bestimmt noch. Kannst du auch in die Kamera gucken, während du die Wimpern getuscht bekommst? Nein, das geht nicht. Heute hat es wunderschöne Frauen. Ich kenne von irgendjemandem. Ach, wirklich? Ja, so. Genial. Was machst du denn für heute? Was? Kannst du das auch in Schweizerdeutsch sagen? Was rufst du dir vom heute Abend? Was? Oh, du kannst wohl noch nicht so gut Schweizerdeutsch, ja? Ich sag nichts. Doch, die Presse gefallen. Ja, aber das decken wir irgendwie ab. Das wird schon gehen. Nein! Oh. Wow, Alena! Woo! Hoi zusammen! Von Royal Sunday, hochkonzentriert, obwohl die Show vorbei ist. Wie ist es gelaufen? Tipptopp. Ist gut gegangen. Ohne Nervosität. Hast du davon Klamotten? Auch wenn er Potenzprobleme hat und nicht ganz so gut ausgestattet ist, er ist und bleibt mein Superschweizer. Er ist der Schafsdeckel aus Chur und mein neuer bester Freund, Jimma. Bist du wieder frisch, wieder parat? Ich bin wieder parat, ja. Bin ich wieder parat. Ich muss wieder noch ein bisschen. Du merkst aber auch immer rum, ne? Das habe ich so gut gesagt. Bist du wieder parat? Du nur weil du Titten hast, musst du jetzt immer einen kriegst, den Pass. Eichlerkäse. Eichlerkäse, kann man das essen? Ja, kann man. Ist nicht sehr nahrhaft, aber Eichlerkäse, das kennst du, weißt du, so viel Snack. Hey Jungs, bring noch mal eine Runde Bier und eine Runde Eichlerkäse für alle. Hast du selbst auch manchmal Eichlerkäse ausgegeben? Definitiv. Ich habe irgendwo einverteilt, dass ich laufe da durch die Strassen und Eichlerkäse für alle. Also, das ist der erfolgreichste Schweizer Song von allen Zeiten. Bringen hei. Bringen hei. Kennst du nicht? Verarscht mich gerade. Komm bringen. Kennst du nicht? Doch, von Baschi. Oh, wow. Ich glaube nicht, dass ich mit ihm hier sitze, er drei Wörter zur Auswahl hat und keins davon ist pervers. Ja. Ich glaube nicht, dass ich mit ihr da hocke und sie noch Kleider an. Wir haben viele Frauen gesagt, Technik sei entscheidend. Auch dort habe ich versagt, aber die Größe ist auch nicht wichtig. Darauf verlässt du dich, oder? Ja, ich hoffe es. Aber ich bin zum Glück ein bisschen berühmt, dann ist es entschuldigt, wenn ich schlechter Sex habe. Also. Magst du uns ganz offen erzählen, wie viele Zentimeter? Kann ich dir sagen? 12. Das ist schon so. Also ich habe einen kleinen Penis und ich bin nicht sehr gut im Bett. Hast du mit ihm und ihm gebumst? Nee, mit ihm und ihm. Mit meinem Bäh. Du hast mit meinem Vater geschlafen, das ist dann wieder schlecht schwer vor Rammstein. Du Schafsäckel hast mit meinem Vater geschlafen. Okay. Ah, stimmt, oh ja. Ach Gott. Sau. Erzähl mir vom ersten Mal. Es war schön. Kurz. 8 Sekunden. Nasentüchli, schämen und heilaufen. Wie der erste Ladendiebstahl. Du musst auch rein, schnell etwas nehmen und wieder davon säckeln. Erzähl uns von deinen Intim-Tattoos. Ja, ich habe auf dem Penis steht Adidas. Langweiliger Sex. Nö. Also wenn Action willst, musst du irgendwas haben, eine Allergie hat. Du hast es mit den Männern, ne? Ja, ich bin nur Männer fixiert. Und falls ihr herzlich jetzt noch keine Pläne fürs kommende Wochenende habt, ich habe welche und ich teile sie mit euch. Hier sind sie, meine Body-Dip. 5 Years Liquid. Der Berner Kultclub Liquid wird 5 Jahre und erwartet euch zum Anstoßen mit Top-Acts wie dem Yves Le Rock und dem Aston Martinez. La Boom, die Fete geht weiter. Der Freitag im Kaufleuten Festsaal. Und weil es draussen schon kalt ist, gibt es deinen heißen Punsch zum Aufwärmen. 6 Years Star Night und nochmal ein Jubiläum. Zahl 6 bedeutet Harmonie und sie steht für die griechische Liebesgöttin Aphrodite. Das passt ja perfekt zu dem Event. Life is a Bitch. Ein Claude Bravi seine riesen Sause geht in die nächste Runde. Die hübsche Paulette aus England rockt die Masse früh DC. Empfehlenswert. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Mich seht ihr auf den MTV Music Awards oder wir sehen uns nächsten Umstieg wieder. Ich kann es kaum erwarten. Seid lieb zueinander und zu mir auch. Tschüss!
I'm sorry.